Mit dem 36. Landesnarrentag in Lauterach wurde die fünfte Jahreszeit im Ländle offiziell eingeläutet. Bereits am Vormittag ging im Hofsteigsaal die Post ab. Im Beisein von zahlreichen Landespolitikern sorgten die Mitglieder der 122 Faschings- und Funkenzünfte für tolle Stimmung und eine Riesenparty. Landesnarrentag gehört einfach ein Stück weit dazu. Es ist so quasi der offizielle Startschuss für die Narrensaison. Hier zwar kalendermäßig kurz, aber genauso intensiv wie alle Jahre. Und da muss man einfach ein bisschen dabei sein und so quasi der Säger von Seiten des Landes dazugehen. Die Lutheracher Schollersterher waren bereits zum vierten Mal Gastgeber des Landesnarrentages und freuten sich riesig über den Besuch der vielen Zünfte. Ja, wir sind ein Jahr dran am Organisieren. Wir haben also den ersten Organisationstermin haben wir gehabt, 2016, im Dezember. Und jetzt über das ganze Jahr durch haben wir da jetzt organisiert. Und jetzt muss ich sagen, jetzt sind wir so weit und wir haben da 250 freiwillige Helfer im Einsatz. Ohne, ohne! Fassen Sie die Schuhe öffnen, Himmelskönig! Pünktlich um 11.11 Uhr rief der Präsident der Vorarlberger Fasner Zünfte und Gilden, Michel Stocklaser, die fünfte Jahreszeit aus und gab damit quasi den Startschuss für die Faschingssaison. Mit dem Narrentag als kameradschaftliches Treffen der Vereine, die im Verband integriert sind, starten wir offiziell in eine tolle Saison. Und da sind ja heute Tausende mit dabei. Traditionen, Brauchtümer aus allen Gemeinden des Landes sind hier heute vertreten. Das ist schlichtweg ein Feiertag für die Narrentei in Vorarlberg. Zum Ausdruck kam aber auch die Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die von den Mitgliedern in den Vereinen das ganze Jahr über geleistet wird. Hinter dem bunten Treiben und den zahlreichen Auftritten stecken viele Stunden Freizeit. Kostüme anfertigen, neue Musikstücke und Tänze einstudieren. Es wird alles unternommen, um mit viel Kreativität das Kulturgut Fasnacht richtig zu leben. Ja, also wir arbeiten da schon immer den ganzen Sommer dran, weil eigentlich unsere Mitglieder die Kostüme selber nähen, die Damen. Und da ist man dann schon den ganzen Sommer dran, ja. Abgeschlossen wurde der Vormittag mit zwei Klangwolken, welche den Hofsteigsaal so richtig zum Beben brachten. Sowohl die Schalmeien als auch die Guckers heizten die Party so richtig an und sorgten dafür, dass die vielen Faschingsnarren in der richtigen Stimmung zum großen Festumzug kamen. Pünktlich ab 13.30 Uhr zogen über 3000 Meschkerle in rund 120 verschiedenen Gruppen durch die Hofsteiggemeinde und sorgten in ihren bunten Kostümen auf vielen liebevoll und mit viel Fantasie gebauten Umzugswagen für ein Erlebnis, das viele tausende Besucher lange Zeit nicht vergessen werden. Die Stimmung auf den Siedepunkt brachten einmal mehr die Guckers und die Schalmeien, welche sich zum landesweiten Umzug eingefunden hatten. Wie gefällt es euch da? Ja, saugut. Ohre, ohre! Super ist da! Voll der Spaß! Ja, wie jetzt ja. Lustig! Es ist einfach der geilste Umzug, weil es die geilste Gruppe gibt und die meisten Fahrzeuge und der größte Umzug ist im Land. Noch bis zum 14. Februar sind sie unterwegs, die Narren. In diesem Sinne, Ore Ore Tyrvolar.